Wenn das hier alles echt ist von euch, dann tut ihr mir ganz ehrlich alle leid. Dumm, einfach alles dumm hier. Die kotzen mich alle an, diese ganzen blutleeren Langweiler. Wer wird das Promi-Paar des Jahres und gewinnt 50.000 Euro? Wenn ich anfangen muss, Carina, dir noch das Fahrradfahren beizubringen, dann sind wir hier falsch. Und wenn du so weitermachst, gehe ich. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwöre ich. Und dann werde ich so über dich auspacken, wie du gerade mich hier öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen. So, ab sofort in jeder Woche 2 Folgen Sommerhaus der Stars. Das bedeutet also, dass Boris und ich auch doppelte Arbeit machen müssen ab dieser Woche. Da führt kein Weg dran vorbei. Ihr werdet übrigens am Ende dieser Folge noch erfahren, ob wir Julian FM Stöckel noch erreicht haben oder er uns. Oder Boris ist ganz verzweifelt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob er gut geschlafen hat. Boris, das erzählt uns alles später. Wir wollen erstmal unsere Gäste heute begrüßen. Und sie sind aktuell noch zu sehen im Sommerhaus der Stars. Und es gibt einige Dinge, die wir besprechen wollen miteinander. Herzlich willkommen, Justine und Arne. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, hi. Freut uns. Hey, schön, dass wir da sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja den Tim auch schon da vor kurzem. Und zwar direkt nach der ersten oder nach der zweiten Folge, nachdem wir uns ja so ein bisschen aufgeregt hatten, Boris und ich, wie er doch mit seiner Freundin umgegangen ist nach dem Fahrradspiel. Und habe uns direkt erklärt, ist alles geklärt. Ich habe mich sofort bei ihr entschuldigt, auch als wir das angeguckt haben im Fernsehen. Konnte sie eine Stunde später schon wieder drüber lachen. Nur die Außenreflexion war eine ganz andere, dass viele Menschen glauben, immer eine Meinung zu haben und Nachrichten geschrieben haben mit, mein Gott, wie gehst du mit deiner Freundin um? Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Pascha wie vor 50 Jahren und so weiter und so weiter. Ja. Es ist immer ganz schlimm, wie schnell sowas geht, ne? Obwohl man das anders sieht, wenn man da so 24 Stunden ist, dann... Und jetzt, genau, muss ich erstmal sagen, ich habe ja gestern Abend noch deine Story gesehen auf Insta und es sind Tränen geflossen, auch weil Menschen glauben, sich Meinungen erlauben zu dürfen. Richtig, und, ja. Magst du es mal kurz erzählen? Es ging, glaube ich, darum, dass nach der gestrigen Folge Leute meinten, dir sagen zu müssen, du bist keine gute Mutter, oder? Ja, es ist einfach so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja auch in den Stories gesagt, es sind wirklich von 100% 90 positiv. Also ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir so viel positives Feedback bekommen. Das war uns vorher nicht klar und wir haben eigentlich mit viel mehr Hate und Kritik gerechnet. Aber dennoch gibt es manche Leute, die halt nicht nett sind und sehr in tiefe Wunden gleich direkt gehen. Und da war heute, es war ein Kommentar. Okay. Und da wurde zu mir gesagt, ja, das Rauchen und Trinken als Mutter unmöglich. Und ja, da denke ich mir, aber es ist ja nichts Verbotenes. Also ich meine, ich trinke oder rauche ja nicht in Gegenwart meiner Tochter. Und ich meine, es gibt ja auch mal Abende, da geht man auf Veranstaltungen oder natürlich Geburtstage. Und dass man dann mal was trinkt, ist ja vollkommen legitim. Und ja, aber trotzdem ist es verletzend, ne? Also es ist dann schon so, das trifft mich, weil ich mir dann so Gedanken darüber mache. Und dann, ja, da könnte ich immer direkt wieder losfallen. Ich bin im Moment sehr emotional. Nee, weil ich das so schade finde, dass das dann auch so rüberkommt. Weil ich meine, man hat mich in der Show zweimal trinken gesehen und ich saß jetzt nicht jeden Abend an der Weinpulle, dann könnte ich das ja irgendwo noch nachvollziehen, aber sich jetzt aus 2 Frequenzen irgendwie so eine Meinung zu bilden, ist schon hart. Ja, und dann gehen halt viele auch, oder was heißt auch viele, ich übertreibe es dann auch immer, ne? Es sind dann immer so 2, 3 Kommentare, die mich dann treffen, die eigentlich voll wirrwarr sind, weil es sind auch irgendwelche Fake-Accounts und dann wurde noch geschrieben, so fett und unästhetisch würde ich aussehen. Und dann habe ich aber auch direkt drunter geschrieben, na Valentina, aber Charakter kann man sich nicht kaufen. Und dann kam auch direkt noch ein Spruch hinterher und noch nicht mal das Bestreiten von ihr. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das immer von dieser Richtung kommt. Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir das. Ja, ja, das sind halt so Sachen. Ich muss mal kurz sagen, der Boris war viele Jahre auch für die Kandidaten von Big Brother verantwortlich und hat die im Vorfeld kennengelernt, bevor sie rein sind ins Haus und so weiter. Boris, was würdest du, Justine, sozusagen raten, wäre das in der Big Brother-Zeit passiert, wie kann man besser mit sowas umgehen? Ja. Also erstmal fangen wir an mit den vielen guten Nachrichten. Also ja. Meine Frau und ich, ne, wir gucken nicht nur aus beruflichem Interesse, sondern auch aus Spaß, gucken wir diese Sendung, obwohl wir relativ ein bisschen älter schon sind. Ich war mal Chef von Endemol, also ich habe Big Brother mit erfunden und ich war mal Chef von ProSieben und habe einen Raab dahin gebracht und sowas alles. Also ich kenne mich mit Fernsehen ein bisschen aus. So. Ja. Man kann das hier nachhören, glaube ich, sogar in diesem Podcast. Kirsten, so heißt meine Frau, und ich haben schon in der ersten Folge gesagt,
dass die alle einen an der Waffel haben, dass es total irre sind, dass da so viele Menschen sind, die wir nicht kennen, ja, dann selber definieren als ich war, und dann kommt ein Format, das wir gar nicht kennen, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie geguckt, und ja, da hat man das gemacht und deswegen bin ich so bekannt, und da haben wir gesagt, weißt du, diese eine da, wo wir den Namen nicht von kennen, aber das hieß irgendwie, die sei die Ex von Julie Heine. Ja, aber das ist ja so, ich wollte nur die Wahrheit sagen. Habe ich aber gleich gesagt, für meine Frau und für mich bist du die absolute Heldin. Die einzige, die halbwegs normal ist, die sich mit ihrer Beziehung vernünftig, also auch da, ich kann schon mir vorstellen, dass da Stress ist, aber ihr seid ein tolles Paar, ihr habt euch die ganze Zeit anständig benommen, was wir das jetzt gesehen haben, und ganz ehrlich, in den ganzen Haufen der Irren, die vielleicht ein bisschen prominenter sind, aber ganz ehrlich, ich würde ja heute schon sagen, du bist ja nicht mehr die Ex von Joey Heindle, sondern du bist die Ex vom Ex von dir. Weil eigentlich ist der Bruder viel besser rübergekommen als er, aber ihn habe ich schon längst vergessen. Danke schön. Worum geht's? Also das ist Druck. Ich weiß, wie das da ist. Ich habe es nie selber gemacht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich viel erlebt habe da in der Richtung. Und ihr habt euch da total super geschlagen. Ehrlich, wenn ein Vollpfosten irgendwas schreibt, ne? Also es ist ja heute so, die meisten Menschen haben Angst vor Shitstorm. Was ist Shitstorm? Shitstorm ist Menschen, die zu viel Tagesfreizeit haben, die anderen Leuten irgendwie Kacke um die Ohren hauen, die sie selber nicht für sich selber in den Griff kriegen. Vergiss es. Und wenn jemand das schreibt, also ich sag mal so, du bist nicht so schlimm wie ich, denn ich habe in den 80er und 90er Jahren habe ich nicht nur vor meinen Kindern gekifft, und zwar nicht zu knapp, sondern ich habe auch noch getrunken und ganz andere Sachen reingezogen, ja, weil das mal damals eben so gemacht hat. Ich bin trotzdem halbwegs anständiger Vater und so. Da musst du dir keinen Kopf machen, ehrlich nicht. Also wenn du die Kurve nimmst, ne, wie du da im Haus warst, dann bist du eine super Mutter und bist vor allen Dingen deutlich besser als die anderen. Weil wenn die anderen ihre Kinder so erziehen, wie sie drauf sind, na dann Prost Mahlzeit. Dankeschön, geht richtig nah ans Herz. Gott, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Dankeschön, ja, aber danke. Genau, sehr, sehr gerne. Das unterstreiche ich. Und meine Frau hat die Nachmittag auch angeschaut von dir gestern. Und meine Frau fragte mich dann erstmal, wie alt ist ihr Kind? Und dann habe ich mich erinnert, dass gesagt, ich glaube, es bekommt gerade 10. Also wussten wir so ein bisschen einzuschätzen, wie alt dein Kind ungefähr ist. Und dann sagte meine Frau, ach, beruhig sie mal, da werden noch ganz andere Dinge auf sie zukommen. Das ist nur der Anfang. Und also macht euch bitte keinen Kopf, stützt euch gegenseitig. Und man sieht euch vor allem im Gegensatz zu vielen anderen Paaren an, auch dass das Liebe ist, was zwischen euch ist, wo man sich bei dem einen oder anderen Paar ja schon mal fragen muss, können das echte Gefühle sein? Also damit meine ich jetzt nicht nur offensichtlich Can und Valentina, auch bei Alex und Vanessa und so weiter und so weiter. Also wo man sich einfach fragt, Leute, ist das wirklich ernsthaft Liebe, was euch miteinander verbindet? Oder ist das einfach nur, wir reiten diese Welle des Erfolges und wollen von Format zu Format, und wenn da nichts mehr geht, dann sind wir auch wieder getrennt. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, heute lief es irgendwie bei Exklusiv, dass Ricarda und Maurice sich getrennt haben. Kann ich in der Tat verstehen, frag mich allerdings, wieso es überhaupt zu einer Beziehung kommen konnte, wenn er zu ihr sagt, eine Frau hat einen Mann zu verwöhnen, im Sommer ist eine Frau hat einen Mann zu verwöhnen, das hat meine Oma auch schon früher so gemacht und so weiter, und sie dann sagt, ja, wieso, du tust da auch nichts für mich, und er dann sagte irgendwie, naja, das ist aber die Aufgabe der Frau, wo ich mir einfach denke, okay, wir leben in 2023, aber sonst ist alles gut, Maurice. Sonst oder ich meine, habt ihr das mitbekommen, also solche Sachen wie das, dass ein Mädchen anfängt zu weinen, weil er ihren Musikgeschmack kritisiert, und dann kommt raus, dass sie ihren letzten Freund verloren hat, weil der einen anderen Musikgeschmack hat. Ich meine, was sind denn das für, was ist da mit denen, was stimmt mit denen nicht? Also, aber du wolltest gerade was sagen, ne? Ja, erzähl mal. Nee, also ich meine, die Aussage von Maurice ist ja selbstverständlich, wenn jemand noch zu Hause lebt. Er ist das ja nicht anders gewohnt. Ne, die Mutti. Ne? Bringt wahrscheinlich Toast ans 1,80-Bett. Ja. Ah, nee, 1,20. 1,20 maximal, ja. Länge und Breite. Ja, wir wollen ja nicht gemeint werden jetzt. Nein, aber ich sag mal so, also die Pia ist mir ja sehr ans Herz gewachsen. Ne? Das muss ich ja sagen, Pia ist wirklich einer meiner Lieblinge, weil Pia ist eine ganz zarte Seele. Wirklich, und das meine ich, wie ich das sage. Und ich habe eigentlich echt gedacht, also ich war ein bisschen erschrocken, weil ich dachte mal, Pia, die kommt aus dem Biss, ne? Und die macht das so viele Jahre. Und also wenn, also niemals hätte ich damit gerechnet, dass die so, wie nennt man das? Da am Wasser gebaut. Ja, nicht so nah am Wasser. Dünnhäutig, so oder?
Ja, genau, Ja, aber sie kann ja gar nichts dafür. Also das muss ja in ihrem Leben wirklich passiert sein. Und das muss so Ja, schlimm ja. sein, wie jemand erzählt, dass seine Mutter gestorben ist oder so. Ja, Was tatsächlich. stimmt Und denn mit ja. den Menschen nicht, wenn es so weit ist, dass man wegen Musikgeschmack jemanden verlässt? Hat ja eine WhatsApp Ja. geschrieben und hat gesagt, deine Musik finde ich scheiße, tschüss? Oder wie war Ja, das? also wir haben tatsächlich darüber geredet im Sommerhaus, weil ich habe das anfangs auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, hä? Ich dachte jetzt, das ist jetzt nicht ihr Ernst oder so, aber wir hatten dann darüber gesprochen und sie meinte dann doch, es ist tatsächlich so gewesen und den mochte sie wohl auch sehr, sehr gerne. Und ja, also das war es. Also für viele ist das komisch, aber ich meine, manche sind sogar 5 Jahre verheiratet und trennen sich per WhatsApp. Es gibt ja wirklich alles auf dieser Welt, ne? So, weißt du, da ist das so, ja, kann man sich drüber streiten. Ich habe auch viel darüber gelesen, wo die Leute gesagt haben, hä, wie geht denn sowas und so. Aber ist wohl passiert und ist ihr definitiv auch nahe gegangen. Und als Zico dann den Spruch gebracht hat, hier von wegen, ja, wir haben ja gar nicht denselben Musikgeschmack, hat sie da schon ziemlich getriggert. Also ich habe es ja gesehen, ne? Sie Ja, ist ja auch ja. direkt aufgestanden und hat auch richtig geweint. Und wie kann er sowas sagen? Er weiß es ganz genau. Kann man sich drüber streiten, ob das jetzt ein Grund ist, aber ich meine, wir haben uns auch angezickt, da kommt heute was, ich traue mich das gar nicht zu gucken. Okay. Da war ich auch einfach scheiße zu ihm, weil er hat gar nichts gemacht, aber ich war einfach scheiße, weißt du? Und ich glaube, das war auch so ein Pia-Zico-Moment. Ich glaube, die hätte sich da gar nicht so drüber aufgeregt, wenn nicht diese ganze Gesamtsituation einfach so, dass der Kopf schon kaputt ist, Ich weißt meine, du? wir sind ja 24/7 zusammen und ich meine, wenn man jetzt ganze Zeit zusammen hockt, irgendwann Ja. mal muss ja irgendwas kommen. Ja. So, und Natürlich, weiß aber nicht, das ist ja jetzt zu Hause ähnlich. Also ich glaube, Leute, die irgendwie aus genau. irgendeinem Grund oder die zum Beispiel, wenn sie arbeiten gehen, dann sieht man sich abends oder wie immer und da hat man Urlaub mal 2 Wochen und hängt 2 Wochen aufeinander. Das ist für viele ja schon eine Herausforderung. Ja, ich hatte ja 24/7. Elternzeit gehabt, 2 Monate. Das war ja auch eine Herausforderung. Gibt dir keine Aber Ja, das jetzt mal ehrlich, passiert. man unkt ja so ein bisschen, sagt, wenn ihr eine intakte Beziehung habt und wollt euch trennen, dann geht ins Sommerhaus der Stars, dann passiert das definitiv. Habt ihr euch im Vorfeld über sowas mal ernsthaft Gedanken gemacht? Weil ihr Ja. kennt doch die anderen Staffeln auch, ihr habt das doch gesehen und so Ja. weiter. Habt ihr wirklich gesagt, euch die Frage gestellt, ist das die Kohle wert, dass wir unsere Beziehung aufs Spiel eventuell setzen? Oder wart ihr euch sicher, egal was passiert, sowas kann uns gar nicht passieren? Also ich würde sagen, teils, teils. Dankeschön. Ah, daran sieht man einfach, ich liebe dich. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also Okay. wir waren, ich sag, lass dich sofort reden, aber ich sag nur kurz was dazu. Wir waren, weil ich rede immer so viel und der kommt nie zu Wort Das und ist nicht schlimm. das wollen wir nicht. Übertritt mein Part. Wir haben anfangs gedacht, nee, also ich hatte richtig Angst davor, weil ich kenne das und ich wusste, oh mein Gott, also man weiß ja auch gar nicht, worauf man sich da einlässt, wenn man noch nicht einen so ein Trash-Format mitgemacht hat und er schon mal ganz raus und ich bin jetzt auch gar nicht irgendwo da drin. Ich habe gedacht, wie kann das denn werden? Aber dann kam irgendwann der Moment, wo wir gedacht haben, ganz ehrlich, wir sind so ein gefestigtes Paar, wir haben schon so viele Sachen erlebt. Wenn wir das Sommerhaus nicht überleben, dann werden wir sowieso nicht allein miteinander. Ne? Also von daher, also mit so einer Okay. Einstellung sind wir da nicht da reingegangen. Wir sind da reingegangen, haben gesagt, wir rocken die Scheiße und danach wird geheiratet und dann kommt da gefälligst noch ein Kind und ein Haus und ein Hund. Aber ja, ne? Und bis jetzt haben wir gut an Wie allem habt ihr denn gearbeitet. als Paar denn die anderen, also wenn man als normale, ne, ich sag mal so, ich habe den Eindruck oder wir haben den Eindruck hier zu Hause gehabt, ihr seid so einfach ganz normale junge Leute, fertig. Also es Ja. klingt jetzt Kein irgendwie Promi, so kein ein bisschen nichts. banal, aber so ist es ja. So. Einfach Menschen. Mir ganz Ja. normale Menschen, ne, die auch mal Fehler Ja. machen und die aber auch mal laut sind und aber auch mal leise und die Emotionen haben. Ganz normale Menschen, so. Ja. Wenn man als ganz normaler Mensch mit dieser Art von Menschen zu tun hat, also Valentina zum Beispiel, ne, ich habe immer gedacht, jetzt musste einer, also die Eltern haben einen Fehler gemacht, irgendwie haben ja keinen Klaps gegeben zur rechten Seite, ich weiß es nicht, also ich bin nicht für Schlagen von Kindern, aber es hätte helfen können. Und außerdem ist es so, dass sie auch immer belohnt wird für ihr Verhalten, weil sie immer deswegen eingeladen wird in die Formate. Aber wenn ihr da so seid, also wenn ihr euch dann unterhaltet, mal privat, da abends vorm Einschlafen, habt ihr da nicht immer gesagt, die haben alle einen an der Waffel? Also Also nicht alle, aber einige. Da haben wir uns schon hinterfragt, so, ob es wirklich echt ist, ob das wirklich solche Menschen sind oder ob ja. das alles halt nur, Show ist. ja, Also weißt du mal, genau. Claudia hat man gemerkt, das ist Show, also aber die Ja. hat so also trotzdem auch ein Nebenher laufen, aber auf liebe Art, ne? Jetzt nicht böse gemeint. Aber bei Alex und Vanessa haben wir auch einmal gezweifelt, tatsächlich, ne? Genau.
Da hatten wir auch eine Zeit lang gezweifelt, ob das wirklich echt ist, Ja. was sie da veranstalten oder nicht. Da haben wir auch gedacht, also es kann alles auch nicht so real sein, aber es hat sich dann auch komplett anders rauskristallisiert. Bei Maurice und Ricarda sage ich tatsächlich, für mich waren die schon von Anfang an nicht mehr zusammen, Okay. weil so wie die sich im Sommerhaus gegeben haben, war das für mich null was mit Paar zu tun, kein Kussi, kein nichts. Ich hatte da auch Ja, ich hier sie gewohnt, da. Ja, das kommt ja noch. ja, eine Blume wurde da geschenkt, dann hat er die einfach auf den Boden geschmissen. Also es waren so schon so Moves, wo ich gedacht habe, okay, so richtig Paar kann es nicht sein. Ja. Und dann halt, Valentina und Gianna, zu denen hatten wir auch nicht so diesen Kontakt, ne? Also, Auch besser so. ja, aber das sind schon so, wo, ich sag mal, das, was wir jetzt im Fernsehen sehen, haben wir da auch gar nicht so mitbekommen, ne? Also, Okay. Ist das, wirklich so, weil also, einfach auch so viele Paare drin sind, dass man gar nicht immer überall alles mitkriegt, was da besprochen wird gar nicht oder und gar nicht und auch halt nicht bei den Spielen oder so. Ich meine, wenn wir das mitbekommen hätten, hätten wir, glaube ich, jeden Tag mit dem Kopf geschüttelt und hätten gesagt, wo sind wir denn hier gelandet, ne? ja. Das war ja schon mal, das ist ja unterirdisch. Ich meine, ich schreie auch und raste aus und ne, und wenn, weil du bist ja auch in der Situation, du willst das unbedingt und da kann man auch nicht lachen. Ne? Mein Vater hat zum Beispiel gesagt, wieso hast du nicht einfach gelacht beim Einpacken? Ja, willst du da lachen? Weißt du, da kommt dir so Oder ein beim Gebläse. Würgen gestern Abend. Ja, aber da lachen wir eher drüber, weißt du, weil das ist was, Ja, da genau. kannst du nicht sauer sein. Aber bei diesem Einparken, du drehst ja durch. Ich habe einen Mann als Busfahrer, ne, bin die Frau und schaffe es nicht, so einen dämlichen Bulli durch den Parcours zu bringen. Dann kommt da noch so ein Gebläse, so eine Luft raus. Ne, das machen die ja extra, so 300 km/h, 40 Grad ins Gesicht Okay, geblasen. Du echt? siehst nichts. Okay. Ich schwör's dir. Ich habe gedacht, ich drehe hier komplett am Rad. Das war also. Das sind dann so Sachen, da rastest du, oder wenn du was nicht schaffst, dann das geht so viel in deinem Kopf ab. Das kann man nicht erklären. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz für alle zukünftigen Paare, die im Sommerhaus sind und diese Einpark- und Autofahrt-Challenge haben, sollen wir kurz den Trick verraten, wie es geht? Der Trick Bitte. ist, sag niemals links oder rechts, weil das geht immer in die Ja. Hose. Sag Ja. meine Seite, deine Seite, erstens. Zweitens, orientiere dich an der Uhr. 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr. So, wenn du die Hättest Uhr du mir das nicht falsch. eher sagen können? Tut mir leid, wir haben gestern nämlich schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, man müsste denen das einfach mal sagen, weil ich glaube, dass dieser Oh. Fehler ist, mit links und rechts das Essen zu verwechseln. Zweitens, derjenige, der die Augen verbunden hat, wenn du dem links oder rechts sagst, dann ist der nicht so ganz wie immer, wie normal drauf, sondern ist der erstmal orientierungslos. Und das ist man nicht gewohnt. Wenn man es nicht gewohnt ist, geht's kacken. Ja. Gut, und der andere muss ja auch die Uhr lesen können, ne? Oder auch wissen müssen. Witzig, ja, danke. Genau, denn da gibt es ja noch 3 Uhr und 15 Uhr und so weiter, und das wäre dann schon wieder eine komplett andere Richtung oder so. Genau. Aber Ja. genau. Ich habe sogar so eine Links- und Rechtsschwäche, das kommt auch noch dazu. aber deswegen Katastrophe. zu mir, fahr in meine Richtung, in deine Richtung, Thema durch. Ja, Ja. viel besser. Ich habe sogar gesagt, in die gerade rechte Kurve und er hat mich voll angeschrien. Also, es gibt keine gerade rechte Kurve. Ich so, Mann, ey. Aber Das sag ist nochmal doof. vielleicht diese Spiele, ne? Also ich nehme mal als Ja. Beispiel das hier Dünnbrett-Bohrer-Spiel, das Bohrer-Spiel, ne? Genau. So, warum, was ich nicht verstehe, also ich verstehe es wirklich nicht, das ist eine ganz ernste Frage. Warum regen sich die Menschen so furchtbar darüber auf? Weil es ist doch eigentlich, also meine Frau und ich sagen immer, wenn wir das spielen würden, ich meine jetzt die Chance, dass man den Preis am Ende gewinnt, ist ja so hoch jetzt mal nicht erstmal. Ja, man geht ja da rein, auch um bekannt zu werden und hin und her. Oder um eine gute Performance abzugeben. Aber wenn jetzt jemand mal hingehen würde und der wäre mal entspannt, was passiert denn dann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du rausgewählt bist. Naja, okay. Ist der Stress deswegen, weil man unbedingt gewinnen will? Will man die 50 Mill haben? Geht es darum? Also hat man das so im Kopf, dass man gewinnen will? Also ich sage mal so, einerseits natürlich geht es um die Preisgeldsumme um 50.000, aber andererseits, also ist meine Meinung, finde ich, dass die Kandidaten sich beweisen wollen untereinander, wer der größere Reality-Star ist, ich bin der größere und so. Und natürlich hatte jedes Mal, was drin war, Druck. Beispiel Alex kam und hatte halt die Streitereien mit Valentina zu dem Zeitpunkt. Und er wollte sich halt unbedingt safen, sodass er Valentina raushaut. Und dann halt. Wie gesagt, jedes Paar hatte dann irgendwie dann halt diesen Eindruck. Also für mich ging es auch so um diesen Ehrgeiz, ne? Also man geht da rein, man kommt weiter, 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 weiter und irgendwann wirst du auch pitzgierig, dann willst du es unbedingt, ne? Weil Okay. dann denkst du, jetzt bin ich so weit gekommen und ich habe hier so viel durchgemacht und so und du machst ja wirklich viel durch, seelisch und psychisch. Ist das schon echt nicht ohne, ne? Und wenn man dann auch sein Kind zu Hause lässt, dann sagt man, du willst diesen Koffer mit nach Hause bringen, damit sich das hier alles auch gelohnt hat und du nicht einfach irgendwo warst.
kann klappen, muss nicht klappen, aber das Ding ist einfach, also wenn ich irgendwo reingehe, dann will ich immer gewinnen. Aber ich bin auch so bei Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly. Also ich kriege die Krise, wenn jemand die Schlossallee kauft, ne? Dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Also ich muss da immer gewinnen. Da fliegt das Brett durch die Gegend. Ich sag dir, du, da hält nichts stand. Nee, ich muss einfach immer gewinnen. Also ich habe Bock da drauf, ne? Mich packt dann so ein... Ich bin ein sehr unsportlicher Mensch, ne? Das muss man ja jetzt mal wirklich sagen. Also meine Zeit mit Sport, die war mal, aber die ist vorbei. Und wenn ich schon renne, bis ich keine Luft mehr kriege und ich renne noch weiter, ne, dann kann man ganz, und er macht schlapp, dann kann man ganz sicher davon ausgehen, dass das viel mit Ehrgeiz zu tun hat. Oder, mein Schatz? Lass uns mal ganz kurz so zwei, drei Paare nochmal besprechen. Du hast gerade schon gesagt, bei Claudia hattet ihr das Gefühl von Anfang an, das ist nicht so richtig echt oder was auch immer da vonstatten geht. Was mir dann irgendwann ja mal aufgefallen ist, euch mit Sicherheit noch mehr. Klar, das, was man aus anderen Formaten kennt, Promis unter Palmen etc., dass da immer Alkohol griffbereit ist, auch für Claudia wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt. Wahrscheinlich steht sogar im Vertrag drin, dass der zugänglich ist, wie auch immer. Aber dann gab es ja die Morgende, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist sie ein paar Stunden ohne. Man merkte gleich auch, und zwar nur den Ausschnitt, den man im Fernsehen gesehen hat, dass sie Konzentrationsprobleme hatte, weil sie wahrscheinlich gerade auf Entzug war, wie auch immer, und war fahrig, konnte nicht richtig antworten, war sogar ein bisschen zitterig, hatte ich das Gefühl. Ist euch sowas auch aufgefallen oder habt ihr so wenig mit den anderen zu tun gehabt, dass man das gar nicht wahrnimmt? Ihr dürft bitte auch immer gerne sagen, wollen wir nicht darauf antworten, ne? Also, wenn ihr sagt... Ja. Ja, so. Du nicht? Nein. Es ist schon so, ne? Also, man hat schon gemerkt, dass das... also, sie trinkt gar nicht viel, das Krasse. Sie trinkt so eine Flasche Wein alleine über eine Zeit verteilt. Aber dann geht sie auch schlafen, ne? Okay. Aber sie... ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, leider. Also, ich weiß nicht, ob das nur Alkohol ist oder. Aber man hat auch, ich weiß nicht, hat man das im Fernsehen gesehen? Die hat auch wirklich einen ganzen Koffer voller Medikamente. Ja. Und okay. Was die sich da reinballert. Also, ich weiß nicht, ob die vielleicht körperliche Einschränkungen hat oder irgendwie daraus, weiß ich nicht. Aber, die Kombination dann mit Alkohol, man weiß nicht, aber sie war schon sehr so. Also, ich bin auch ehrlich, ne? Ich möchte. Ich habe es ja da auch schon gesagt. Also es war halt schon sehr, also verwirrend war sie, ne? Weil mal war sie komplett da, hatte ich das Gefühl. Und dann wiederum gar nicht. Und es war immer so, dann hat sie sich hingesetzt, hat alle ganz komisch angeguckt, ist aufgestanden, ist wieder gegangen. So, das konnte man gar nie einschätzen, ob das jetzt echt ist, ist das nicht echt. Ich würde Claudia sehr gerne mal so im Privaten treffen und mir mal so ein Bild von ihr machen. Aber ich glaube, sie ist einfach so, wie sie ist. Aber es ist trotzdem Show. Also... Hattest du so immer so ein bisschen das Gefühl, sie guckt auch, ist gerade die Kamera so ein bisschen auf mich gerichtet, jetzt habe ich auch Aktionen, die ich mache oder so? Hattest du da ein bisschen das Gefühl? Oder? Ich glaube eher, dass Claudia jemand ist, der sich dann auch so ein bisschen belabern lässt. Also also mir kam es so ein bisschen so vor, immer wenn sie von Valentina wieder kam, dass da vielleicht gesagt, oh Claudia, jetzt sag doch mal da was zu oder so. Weil sie saß bei uns, es war alles gut. Sie hat sogar über Valentina auch Sachen gesagt, ne? Und dann ist sie gegangen. Ging zu Valentina, kam wieder und auf einmal macht sie so eine Szene da mit Pia und so. Ich weiß nicht, also ist schwierig zu sehen, wenn man jetzt nicht richtig dabei war und es gehört hat. Das sind alles jetzt auch nur Vermutungen. Ja. Also sie ist so, wie sie ist, aber sie macht trotzdem Show. Ich kann das nicht erklären. Das ist wie so diese mehreren Persönlichkeiten, so, weißt du? Ich kann das nicht einschätzen, ob das jetzt echt ist, nicht echt. Ich schwierig. Und da gab es. Könnte ich jetzt mit meiner Erfahrung aus dem Promi-Bereich und im Umgang mit bewusstseinserweiternden Substanzen, könnte ich sagen, in der gewissen Kombination sind Menschen definitiv auch anders. Unter Einfluss von Alkohol mit verschiedenen Tabletten und so. Also ich kenne viele Schauspieler und so und Prominente, die mindestens zwei Persönlichkeiten sind. Ja. Weil das geht ja ganz schnell. Und man darf auch da nicht vergessen, wie bei Valentina, warum wird sie denn eingeladen? Sie wird genau deswegen eingeladen, weil die Leute sehen wollen, dass sie sich einen hinter die Binde kippt und irgendwie komische Bewegungen macht. Ich meine, das ist ja auch hochgradig peinlich, ehrlich gesagt, also, dass man im Fernsehen gesehen hat.
Ja, klar. Das ist ja schon, was sie da macht, auch mit dem Typen damit. Also, nee, du meintest Claudia, ja. Du hast gerade Valentina gesagt. Claudia. Ja, Entschuldigung, ich meine, nur Valentina ist es ja auch so. Ich meine, das ist im Prinzip das Gleiche. Ne? Die haben gelernt oder die sind eingeladen, weil sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und Claudia Obert wird auch mit dem Typen eingeladen, damit man sieht, wie die ja komische Bewegungen machen, übereinander und die Zunge in den Hals stecken. Und das ist echt irgendwie was unappetit. Also nicht, wenn andere Leute das machen wollen, ist total okay und so. Aber ja, das ist nicht wirklich ein Pornofilm. Das kann man jetzt nicht sagen. Das ist mehr für. Nee. Aber ich kann mich erinnern, Boris, das war die erste Szene, wo ihr zwei zu unseren Helden geworden seid, nämlich als Claudia angefangen hat zu lästern, du es aber mitbekommen hast irgendwie, weil du, glaube ich, im Bad standest oder so und sie in der Küche und sich irgendwie beschwert hat, so nach dem Motto, Essen schmeckt nicht und Essen schmeckt so, wie sie aussieht oder wie war das nochmal so? Gar nicht, ja. Und das hast du gehört, auch relativ laut, oder? Ja, ja, ja. Und dann bist ja, du hin. Ja, ich bin ja ausgerastet da. Ja. Also weil es ging, also es war halt so viel Beleidigung auch von ihr und irgendwann war einfach der Deckel auf und da habe ich mir gedacht, weißt du Gott, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Weißt du, ich meine, klar, bist du eine ältere Frau und normalerweise auch nicht meine Erziehung, dass ich mich da irgendwo ne, von einer älteren Dame stelle und einen Finger hebe, aber da habe ich gedacht, weißt du was? Cool, ey, es reicht einfach, weil sie selber halt auch jemanden so dahin bringt und wenn sie so respektlos ist, ne, da sind auch Wörter ihm gegenüber gefallen, darf ich hier gar nicht sagen, weißt du, das ist schon okay. Jugendschutz. Da habe ich gedacht, und da habe ich schon ruhig geredet und habe gesagt, hör mal, da muss nicht sein, Späßchen ist in Ordnung, ja, auch immer, wie dick ich bin und bla, war auch alles witzig, alles kann ich mit leben, kann ich mit umgehen. Hat Claudia aber, zu dir gesagt? Ja, ja, klar, gab immer Sprüche zu mir und Ricky und so, ne, klar, wer ein bisschen mehr auf Hüften hat. Was dann? Unglaublich, aber da sind wir ja durchaus wirklich auch im Bereich von Bodyshaming etc. Also Dinge, wo man einfach sagen muss, ob da eine Produktion nicht auch mal sich Claudia ins Sprechzimmer, ins Interview holt und sagt, Claudia, das geht so nicht. Also, ja, das, also Claudia muss sich eins lassen, die hat sich danach immer entschuldigt. Ja, genau, also es war halt auch witzig, ne? Die macht das ja auch so, die sagt jetzt nicht, boah, bist du fett, ne? Der Stuhl bricht zusammen, sondern die hat dann halt so lustige Sprüche, da kannst du gar nicht, da lachst du dann auch drüber. Ein bisschen Humor habe ich ja auch, weil ich weiß ja auch, dass ich Bad auf den Rippen habe, so ist es nicht, aber ich bin auch Mutter geworden, ne? So, und aber das Ding, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, das war einfach so der Punkt, wo die Grenze so erreicht war. Und dann hatte sie mich ja als erstes angeschrien und dann bin ich ja erst geplatzt. Da habe ich gesagt, jetzt reicht es auch mal. Ja, und dann war sie ja und sehr ruhig. Aber du hast ja trotzdem das tatsächlich auch als normaler Mensch kommentiert. Also direkt und gerade, aber auch emotional und so. Und du hättest ja auch sagen können, was willst du denn von mir? Du hast ja keine Brüste, du hast Schläuche. Dann wäre das mit gleicher Rechnung sozusagen gewesen. Ja, ich dürfte das nicht sagen, aber ich kann das sagen. Ja, ja klar. Ich auf die Ecke. Also ich arbeite um die Ecke, wo sie immer längs geht. Insofern, nein, aber das hättest du ja sagen können. Das meine ich und das hast du ja nicht gemacht. Ja. Du hast relativ sachlich und straight ihr gesagt, pass auf, Fräulein, so funktioniert das nicht. So, und wie gesagt, sie hat sich natürlich hinterher, glaube ich, man hat ihr im Gesicht auch angesehen, da hat sie gemerkt. Sie war total überfordert, dass du das mitbekommen hast. Da hat sie nicht mitgerechnet. Ja, ja, genau. Ja, total. Das war ihr richtig peinlich. Ja, aber ich muss euch sagen, mir war das sehr unangenehm. Also mir war das sehr unangenehm, das zu sehen. Okay. Und mir war das auch unangenehm so im Nachhinein. Ich habe echt gedacht, boah, jetzt was habe ich gemacht? Jetzt werde ich auseinandergerissen. Ich hätte niemals gerechnet damit, dass die Leute das so aufnehmen. Ja. Weil für mich, ich bin halt, sowas geht für uns gar nicht, für ihn nicht und auch für mich nicht. Wir sind halt so, wir haben Respekt vor älteren Leuten. Punkt. Ne? Es sei denn jetzt, da passiert sowas, da geht irgendwann nicht mehr anders. Aber es war für mich schon sehr beschämend. Ich habe noch gedacht, boah, wenn meine Mutter das sieht, die wird wahrscheinlich sagen, ey, sag mal, Erna, tickst du nicht mehr ganz sauber oder was? Wo kommst du denn her? Aber nee, selbst meine Mutter hat gesagt, also ich bin sprachlos, hast ja auf den Punkt gebracht und so. Ja, das hat dann doch, da habe ich gemerkt, ja, man kann doch schreiben. Bitte, zweifel nicht so viel an dir selber. Hör auf dein Bauchgefühl, das hast du richtig gemacht und das war genau gut so. Lass uns noch ganz kurz über Alex und Vanessa sprechen. Da muss ich kurz sagen, ich kenne ja diese ganzen Vorformate. Also ich habe Temptation Island geguckt, wie er mit Christina noch zusammen war, wie das alles geendet ist, wie er Vanessa kennengelernt hat, mit ihr die Affäre hatte und so weiter. Und ich habe eigentlich in diesen Formaten habe ich Alex noch anders gesehen. Habe ihn durchaus als jemand empfunden, wo ich gedacht habe, oh Gott, was für eine Strafe hat er mit Christina an den Backen gehabt, weil ja die auch absolut toxisch war und immer so verbal ausgeflippt ist.
Und dann dachte ich mir, okay, jetzt hat er Vanessa kennengelernt. Bei der Wiedersehensshow von Temptation hatte man das Gefühl, okay, die sind noch zusammen, das kann ja wirklich was werden. Ich wünsche ihnen alles, alles Gute. Und dann sehe ich die hier im Sommerhaus und denke nur, Vanessa, was tust du dir da seit einem Jahr an? Also auch dieser Mann scheint doch absolut toxisch in seiner Beziehung zu sein. Wie er mit ihr umgeht, wie er mit ihr redet, wie er ihr teilweise Befehle erteilt, was sie zu sagen hat oder zu schweigen hat, wie sie auch ständig in Tränen ausbricht. Ob beim Autospiel, indem er einfach nur mal Gas gibt oder sagt, sag mir doch jetzt und sie fängt an zu weinen und so, wo ich mir einfach denke, warum tust du dir das an? Was hattet ihr für ein Gefühl bei Alex und Vanessa? Ich hatte halt das Gefühl, also meine Meinung, dass die, wie gesagt, halt viel Druck hatten, auch schon vorher und wie die, oder beziehungsweise was sie erzählt haben, nach Temptation Island, wie die leben mussten, dass sie Morddrohungen hatten und Beleidigungen, die mussten halt vieles miterleben und durchmachen. 6 Monate mussten die beide halt nur zu Hause sein, wie gesagt, wegen den Morddrohungen. Okay. Und dann kommen die halt natürlich ins Haus rein, haben da natürlich Druck wegen den ganzen Kandidaten und was die dann auch von denen alles zu hören kriegen mussten. Und irgendwann mal ist dann halt Alex auch die Bombe geplatzt. Vielleicht wollte er das nicht, aber in ihm war halt viel Druck. Er konnte seine Emotionen halt nicht halten. Also ich finde auch, Alex handelt manchmal sehr impulsiv und sehr doof, aber ich glaube, Alex ist wenigstens jemand, der sich im Nachhinein selbst reflektiert und merkt, okay, da habe ich Scheiße gebaut und daran muss ich arbeiten. Das hat man ihn schon angesehen. Es gab auch Momente, wo er zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mal mit Vanessa sprechen kann, weil Vanessa mit ihm nicht mehr geredet hat. Mhm. Und dann sieht man in seinem Blick schon, dass es ihm dann leid tut und er denkt darüber nach. Ich glaube einfach, dass Alex ein Gegenpol in seinem Leben gehabt hat, um auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht zu werden. Und ich glaube, dass Vanessa genau diejenige ist, die ihm die Stirn bietet, wo er dann manchmal merkt, oh, okay, da habe ich Scheiße gebaut, das sollte ich vielleicht nicht machen oder kürzer treten. Ich finde jetzt auch in seinen Stories und Aussagen, dass er sich, also meiner Meinung nach, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, für mich war er immer sehr gerade. Also viele haben ja von ihm ein Bild, dass er falsches Spiel spielt uns gegenüber. Ich kann nur von uns sprechen, hat er das absolut nicht getan. Und ich weiß es aus sicherer Quelle, dass die beiden sehr glücklich miteinander sind, jetzt. Sie hatten aber auch eine Beziehungstherapie jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten. Genau, weil die Nachsommerhaus auch, ja, weil es natürlich da auch erstmal gedacht hat, das geht hier nach gar nicht weiter, aber ja. Liebe war stärker und die haben sich zusammengerafft und ich finde mittlerweile passt das sehr gut und die machen das auch sehr gut zusammen. Jetzt müssen wir natürlich einmal ansprechen, die berühmte Szene Chan und Gigi. Ja. War es ein Schlag? War es kein Schlag? Es war ein bisschen, also Boris, magst du mal kurz sagen, wir waren uns relativ einig, ein richtiger Schlag war es nicht. Der eine hat dem anderen sein Gesicht ein bisschen weggeschoben. Das war so unser Gefühl. Und Boris hat übrigens, ich erinnere mich noch, gesagt, Valentina hat es sehr gut gefallen, dass sie genau dazwischen gestanden ist und dass sie auch berührt wurde. Das hat ihr gefallen, weil so konnte sie reagieren, wie sie reagiert hat. Wie habt ihr das empfunden? Ihr standet ja mehr oder weniger daneben. Ja, das war halt, weiß ich nicht, erstmal schon diese ganze Diskussion da im Lagerfeuer und dann ging alles irgendwie ganz schnell. So, und dann halt erstmal Gigi Jan geschubst, dann ist ja Alex dazwischen gegangen und ja, dann hat halt Gigi so mit der Hand, ist über sein Gesicht gegangen und hat dann halt aus Versehen dann Valentina geschliffen oder getroffen. Also, jetzt mal ernsthaft, also was mich interessiert, warum? Also, also was da passiert ist, ist, das Schubsen ist scheiße, fertig. Dieses ganze Schubsen, also diese Handgreiflichkeit hätte Gigi nicht machen müssen, so dass das eine. Das andere ist, der hat keinen geschlagen, das ist Quatsch. Nee. Aber es hat da rumgerangelt und hin und her, so Jungs rumrangeln, ja, und das hätte man nicht machen dürfen, fertig. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, also ich verstehe nicht, wie dann plötzlich alle angeblich, das ist ja das, was rausgekommen ist sozusagen, alle dann gesagt haben, jetzt müssen die anderen beiden auch gehen. War das wirklich so, dass die so viel Druck verbreitet haben, dass es mit denen nicht mehr auszuhalten war? Psychoterror hoch 1000. Wirklich. Es war einfach unfassbar anstrengend. Und es war auch, es sind so viele Sachen passiert. Ich ist ja immer doof, ich will keine Vertragsstrafe eingehen.
worüber wir nicht reden Boris sollen. Dalt, Boris Dalt. Nein. Nee, ich sag mal so, Valentina ist ein sehr bedachter Mensch. Ich meine, wer schon so einen kranken Satz bringt, ich habe ein Klavier im Kopf und ich weiß, welche Taste ich drücken muss, damit der oder der ausrastet. Damit ist doch alles gesagt. Sie hat es darauf angelegt und die provozieren auf eine ganz ekelhafte Art und Weise, dass man irgendwann wirklich ausflippt. Natürlich ist das, was Gigi gemacht hat, absolut nicht okay. Hätte nicht sein müssen, hätte man anders regeln können. Ist nun mal so passiert, aber Gigi hat ihn geschubst. Er hat ihr Gesicht gestreichelt, sage ich jetzt mal. Valentina hat was abbekommen, einen Windzug, und hat in der Sekunde geschrien, du Frauenschläger, genau. Ohne überhaupt darüber nachzudenken oder geschockt zu sein. Jeder normale Mensch wäre doch erstmal und würde dann was sagen. Die ist so ein, Entschuldigung, gestörter Mensch, ich muss es so sagen, die braucht wirklich, wirklich Hilfe. Und ich meine es ernst, ich meine es auch nicht mehr schlecht oder bösartig. Sie hat ein ganz großes Problem, sich selbst zu reflektieren, und sie hat eine ganz große Persönlichkeitsstörung. Und da bin ich 100% von überzeugt. Ich bin sofort fertig, aber ich rede mich bei diesem Thema immer so hart in Rage. Das Ding ist einfach, sie hat mehrere Wochen, Monate behauptet, Gigi wäre ein Frauenschläger. Gigi hätte sie geschlagen. Es ging Urteile von Jochbeinbruch, Amnesie, Ohnmacht, ging im Umlauf. Die haben so viel Lügen verbreitet, und als es rausgekommen ist und gesehen wurde, was da letztendlich von passiert ist, sie hat ja noch behauptet, sie macht Gigi's Karriere kaputt und das war's jetzt mit ihm und er macht sie groß. Der ganze Schuss ist ja komplett nach hinten losgegangen, aber danach hast du nicht einmal was mehr davon gehört, dass sie geschlagen wurde, sondern danach hat sie in jeder Story behauptet, dass Jan geschlagen wurde, hat aber monatelang ihn als Frauenschläger betitelt. Das ist krank. Und könnt ihr euch vorstellen, dann, was sie mit jemandem da drin mit uns gemacht hat? Sie hat meine Tochter erwähnt, sie hat Sachen gesagt, wo ich am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre. Und ich musste mich echt, kriege jetzt schon Herzrasen, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Mit dieser Frau dürfte man mich nie wieder in irgendein Format stecken, weil ich sag's euch, das ist ganz schlimm. Hobbyboxen? Ja, hätte ich gerne gemacht. Geht leider nicht aus gewissen Gründen, aber ja. Aber jetzt mal die Frage, darf so jemand ins Fernsehen? Nochmal. Darf so jemand wie Valentina ins Fernsehen? Weil, ich sag mal, von Produzentenseite aus, ne, die ist ja nur deswegen da, weil sie so ist, wie sie ist, weil sonst wäre sie gar nicht da. Und sie hat bei Big Brother schon gezeigt, wie was für Grenzgänger sie ist. Sie hat dann gelernt, und sie ist ja auch gebrieft. Also meine Frau hat jahrelang Big Brother gecastet mit mir, und es gibt keinen Kandidaten in diesem Haus ab Staffel 2, der nicht irgendwie mit mir zu tun hat und den ich nicht kenne und wo wir nicht auch gewettet haben, dass der eines Tages mit dem zusammenkommt und das macht und so. Das überlegt man sich ja schon mit Hilfe von Psychologen und so. Deswegen, die haben sie deswegen reingetan, weil sie so ist, wie sie ist. Das heißt aber für sie ja auch, dass sie dann lernt, guck mal, ich verdiene Kohle, weil ich so bin, wie ich bin. Und deswegen wird es immer schlimmer. Darf man die noch? Weil die wird ja immer, das wird ja im nächsten Format. Ne? The stage is yours. Aber ich könnte damit nicht leben. Also ich heule ja schon bei 3 Kommentaren. Ich will gar nicht wissen, also wenn ich so wie die wäre, dann wäre ich ausgewandert, hätte alles blockiert und gelöscht, was ich besitze. Das würde ich egal. Ja, aber weil sie eine Persönlichkeitsstörung hat, weil du kannst mir nicht erzählen, wenn ein Mensch, der emotional ist und auch irgendwie Mitgefühl besitzt, dass ihn nicht an sich ranlässt, das ist unmenschenmöglich. Und ich klar kann die ins Fernsehen gehen, aber ich würde vielleicht an ihrer Stelle erstmal eine Therapie machen und mich ein bisschen selbst finden und dann vielleicht mal Hand heben und sagen, sorry Leute, ich habe Scheiße gebaut und ich war jung, dumm, ich habe falsch reagiert, keine Ahnung. Aber das, was die da fabriziert, ich sage jetzt mal auch ehrlich, wie viele Leute haben denn noch Bock darauf, weil die ist ja wie so eine Schallplatte, die so einen Riss hat, die wiederholt ja auch immer ständig das Gleiche, ja. Wer will die denn noch sehen? Was willst du denn, jetzt sitzt sie in der nächsten Sendung und erzählt wieder, Sendezeit, du bist fake, deine Maske fällt, durch mich hast du jetzt Aufmerksamkeit, das ist ja das Einzige, was sie sagen kann, mehr kommt dabei ja nicht raus. Oder die hält den Leuten vor, was eh schon ganz Deutschland weiß, also so spektakulär ist das jetzt auch nicht, ne? Die, oh, die, ich kann in diesen Füßerformat gehen. Was?
Promi-Büßen, genau, zum Promi-Büßen. Zum Promi-Büßen. Große Promi-Büßen kann sie doch geben. Ja. Hat sie nicht gesagt, sie hat seine Anfrage bekommen. Aber hat sie wegen Sommerhaus fallen lassen. Okay, ja. Naja, dann nächstes Jahr. Mal, irgendwann kriegen sie alle. Aber wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, echt oder nicht echt, wie echt ist das denn mit Chan? Also man hat ja so den ersten Folgen erstmal so Kopf geschüttelt, also diese Geschichten wie du hast dein Insta zu löschen, wenn wir uns mal trennen und so, da denkt man doch, das ja, du auch doch, übrigens, ne? Das ist doch... Du löscht auch dein Insta. Ja, mache ich auf jeden Fall. Weil deine, für meine Fans, nur deine Fans. So. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, aber mal am Anfang dachte man doch, das meint die doch nicht. Komm, da lachen wir mal, das meint die doch nicht ernst. Aber das meint die ja ernst. Sie meint das ja wirklich ernst, glaube ich. Also auch wenn sie hinterher alles dementiert hat, aber ist das... Sie hat es ja gar nicht dementiert. Sie ist ja dabei geblieben. Sie hat ja gesagt, sie bleibt dabei. Okay, okay. Dann wäre ja nur ins Fernsehen gegangen, um sie zu unterstützen. Also sie bleibt dabei. Nee, dementiert hat aber sie das nicht. Aber ist das eine echte Beziehung? Ist das Liebe oder ist eher... meiner Meinung nach nicht. Okay, auch von ihm aus nicht? Nee. Ich glaube, die haben einen Vertrag miteinander oder so. Vielleicht konnte sie in keine Show mehr, weil alles ausgelutscht war und dann mussten Partnershows her und dann kam er und hat gedacht, mit seiner Beauty-Line, da kann er ein bisschen Karriere, aber der Drop ist nach hinten losgegangen. Was? Haben die Sex? Ob die Sex haben? Also im Haus, habt ihr was mitgekriegt oder so? Nein. Die meinten ja, dass sie Sex hatten. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Moment, das muss ich mal eben ablehnen hier. Ja. Entschuldigung. Nachricht. Alles gut. Was mache ich das denn jetzt? Auf Nachricht drücken. Ich kann den Anruf gut reinholen. Nee. So, jetzt. Nee, also eigentlich hat sie ja vorher immer gesagt, ich bin keine, die im Haus ich bin keine, die im Fernsehen Sex hat, hat sie gesagt. Das war auch wieder so ein Doppelmoral, Valentina Live Stage. Ja, meinte, was mir aufgefallen ist ja, wenn das so nach ihrer Nase lief, also wenn Chan dann mehr oder weniger das getan hat, was sie wollte, gab es ja zumindest morgens im Bett mal Küsschen und ein bisschen Knutschen und so weiter. Auf einmal, wenn sie dann, oder wenn sie gemerkt hat, sie sind gesaved nach einem Spiel und können nicht rausgewählt werden, da war sie auf einmal auch ausgetauscht da irgendwie von ihrer Stimmung her und so und viel relaxter, oder? Darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Okay. Also, okay. Was sie haben, was man gemerkt hat, ist, ne, sobald, also ihre Beziehung, und das programmiert er und das macht sie auch, die Beziehung ist dann in Ordnung, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben. Die brauchen zum Leben einen gemeinsamen Feind. Und dann sind sie zusammen, dann sind sie eng, dann wird getuschelt und dann ist alles gut. Den man niederreiten kann. Und dann plappert er ihren auch nach dem Mund, damit sie bloß friedlich ist, weil ich glaube, manchmal hat er auch Schiss, dass sie ausrastet. Ja, manchmal. Ich weiß jetzt, wir können ja nochmal zwei Sätze über den Boxkampf verlieren. Da hast du dich ja auch zu geäußert auf Insta in den letzten Tagen oder im Live. Mir war relativ klar, den Kampf wird es geben. Alleine schon, weil man sich der Vertragsstrafe da nicht stellen möchte. Das war für mich jetzt, rein persönlich war das klar. Da macht man jetzt nochmal Show. Vielleicht will man auch die Kohle nochmal erhöhen. Vielleicht konnte man nochmal nachverhandeln, keine Ahnung. Und jetzt kam ja heute die Story raus, weil wir unsere Fans, die ja schon viel Kohle für die Eintrittskarten gezahlt haben, nicht enttäuschen wollen, wird er natürlich kämpfen. Ich glaube, die Fans kannst du an zwei Fingern ablesen. Und ich habe auch die Pressekonferenz... Ich will nur sehen, wie Gigi auf dem Boden liegt. Jan auf dem Boden liegt. Und jetzt aber ja wohl hat Gigi ja zumindest gesagt, machen wir 5 Runden, machen wir 8 Runden, machen wir 10 Runden, scheiß was drauf. Hauptsache, du kommst am Samstag und... dann machen wir das. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Wird er wirklich kommen? Wird er am Ende vielleicht doch eine Krankmeldung, gelben Zettel hochhalten? War ja auch schon im Gespräch. Am besten vom selben Arzt mit Joch beim Bus. Auch wieder. Und wer wird gewinnen? Erzählt es uns. Ja, definitiv Gigi. Ja? Ja. Also ich... Nein, auf dem Boden liegen wird, oder? Auf dem Boden oder wer gewinnen wird. Sowohl als auch. Wer streckt wem nieder und wer wird den Kampf gewinnen? Also natürlich wird Gigi Jan niederstrecken, definitiv. Weil ich meine, Jan ist halt einer, er ist sportlich, hat viel Ausdauer. Gigi hat nicht so viel Ausdauer, aber ich denke mal viel Kraft. So, und ob Kraft oder Ausdauer, ich kenne mich mit Boxen nicht aus. Aber weißt du, was wir, soll ich dir sagen, wie es, also wir haben ja darüber schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe immer gesagt, wer von den beiden hat sich auf der Straße schon mal geprügelt, der gewinnt. Gigi. Ja, definitiv Gigi, denke ich. Also ich weiß es nicht. Weißt du, ist Gigi einer, der früher mal hingelangt hat, schon mal so, als er jung war? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, Gigi ist so einer, so ein lockerer Typ, der auch so, jetzt nicht böse gemeint, so von der Straße kommt und
So, und Jan ist halt eher Der so wie so ein, Bankkaufmann. ja, so der Streber halt, der immer in der Der Schule war. Schlipsträger gegen den Ja. Jogginganzugträger, Ich, ja. es kann auch sein, dass das ein totaler Sissi-Kampf wird, wo sie alle so und so und sich ein Also bisschen bücken, ich weil sag, keiner von denen ist so ein richtig, also ich kenne das daher, ne? Ich hab in Hamburg mal, zugegebenermaßen sind wir schon wieder auf dem Thema, im zugekifften Zustand mit einem Freund mit der Gitarre durch die Gegend gegangen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann waren da so Leute und die haben, also in der Bahn, so irgendwelche Jugendlichen und die haben dann gesagt, ey, was guckst du denn so blöd? Und wir beide so, hihihi, wir gucken doch gar nicht blöd. Und dann haben wir auf die Fresse bekommen. Also mein Freund musste House of the Rising Sun auf der Gitarre spielen, ich habe auf die Fresse bekommen. Deswegen habe ich eine schiefe Nase. Und da habe ich eins gelernt, ne? Straßenschläger, das sind welche, die hauen direkt drauf. Die überlegen gar nicht lange, die hauen drauf. Und wenn einer von den beiden diese Erfahrung in seinem Leben mal gemacht hat, also ich zum Beispiel, ich würde, also das ist mir danach auch ein paar Mal passiert, ich hatte ein paar Mal komische Situationen. Ich habe sofort zugeschlagen. Während der noch geredet hat, habe ich dem schon direkt eine reingehauen. Weil nur wenn du als Erster triffst, bist du der Gewinner. Du hast Prügeleien an sich und gerade in der heutigen Zeit macht überhaupt keinen Sinn, kannst du nur verlieren. Du musst zu dem sagen, willst du ärgern, musst dem, wenn du den Satz sagst, schon eins in die Fresse hauen. Ansonsten verlierst du. Ist auch so. Und Sag mal, das du ist für kommst mich aus die Frage. Hamburg. Bitte? Du lebst auch in Hamburg. Ja. Ja, Boris, hättest du mir das mal vor unserem Podcast gesagt, hätte ich einige Äußerungen nicht getätigt in deine Richtung. Sehr schön. Seid ihr beide in Hamburg? Nein, ich sitze in Bayern im Allgäu. Ich bin Norddeutscher, aber bin vor 7 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt und bin nach Bayern gezogen. Schön. Und wir haben im August jetzt auch erst geheiratet. Und Ja, herzlichen Boris, Glückwunsch. danke schön. Boris kenne ich jetzt. Hast du die Story gesehen? Ich habe gestern mal geteilt. Vor 12 Jahren hatten wir schon miteinander zu tun. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ja, so lange kennen wir uns auch schon. Ja, Krass. das ist noch ganz kurz, weil das eigentlich immer Ja, unser sorry. Hauptthema. Aber Nee, wenn wir in alles in Hamburg Ordnung. sind, kommen wir. Ja, mach das, melde Dann treffen wir uns auf dich. jeden Fall in Ja. Tarantella. Und du Ja. kommst aus Bayern mit deiner Frau auch dahin. Definitiv. Wir sind auch regelmäßig in Hamburg und was weiß ich. Also das machen wir definitiv. Das könnt ihr jetzt hier rausschneiden. Genau. Frank, du darfst meine Nummer verteilen. Sehr gut, Sehr mache ich gut. sehr gerne, mache ich sehr gerne. Genau, wir wollen noch schnell über die Sendung von gestern reden, die ja jetzt heute Abend schon bei RTL im linearen Programm laufen wird. Erzählt mal ganz schnell von eurer Essens-Challenge. Wie schlimm war es denn wirklich? Boah, das war widerlich. Also, das war die Hölle. Habt ihr einfach gesehen, dass er mich ein halbes Glas Fischrollmops-Ekel mit Buttermilch, Mit Buttermilch, lecker, erstmal lecker. ich hasse Buttermilch, ne? Schon seit Kind auf an, ich kann es nicht trinken, ich muss brechen, wenn ich nur dran denke. Dann Fisch ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblings, außer Backfisch oder Fischstäbchen. Ja, vor allem Rollmops. Ich dachte, also ich habe an der Hunderasse Mops gedacht. Ja. So, ich wusste das nicht. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört, dass es Rollmops gibt. Ey, dann lässt er mich einfach die Hälfte vom Glas trinken und kotzt beim ersten Schluck. Ich denke, Ja, bei boah. dir sah das erotisch aus. So. Aber Ah, RTL traut man die das ja zu, dass Sorge. das gemixter Mops war. Das traut man RTL ja durchaus zu. Also. Gemixt, und das hätte ich nicht getrunken. Ich bin voll der Tierliebhaber, ey, wirklich. Oh nee, ey, das war richtig schlimm auf jeden Fall. Wirklich, das war richtig abartig, ne? Bäh, das war nicht. Ich habe noch nie ein tausendjähriges Ei gesehen. Ja, Nicht das auch wäre was nicht. für, also das könnte ich mir bei Boris auch gut vorstellen. Boris, tausendjähriges Ei? Pass auf, wir haben ja, Frank und ich haben ja uns beworben beim normalen Big Brother. Natürlich Nächstes Jahr nicht ernst, jetzt, weil wir ja. nie genommen werden. Und wir haben aber schon festgestellt, also ich habe schon gesagt, wenn es dann an irgendwelche Essensgeschichten kommt und so bin ich raus, ich kann das total, ich hätte schon beim dran riechen. Ich finde sowas so unästhetisch und so eklig. Und bei mir ist das Problem, ich habe Fantasie. Ich habe so Drehbücher geschrieben und solche Sachen gemacht. Ich habe echt viel Fantasie. Und wenn jemand zu mir sagt, pass auf, iss ein tausendjähriges Ei, dann habe ich im Kopf kleine Kinder, die 1000 Jahre alt sind und Blut und Gedärme und alles verfault. Und Basteleier. dann rieche ich das und dann sehe ich das und dann wird mir so schlecht beim Gedanken schon. Ey, Ich vollkommen bewundere jeden, der verständlich. sowas macht. Und ich, vor allem, wenn man das gemacht hat, ne? Ich könnte ja jemand, der das gemacht hat, könnte ich nie wieder küssen. Würde ich immer denken, Ja. Alter, ist das noch drin? Oh. Ah, nee, Er also vor allem. da Der haben wir hat ja schon einen gelacht. Regenbogen gebrochen. Ja, Habt ihr ganze das Seele hat gesehen? mich Da kam, rausgekotzt. Ich konnte nicht mehr. ich habe In da allen Farben. hingeguckt. Eigentlich kann ich das gar nicht sehen, riechen. Ne? Ich kann, mit Kotzen bin ich ganz. Und ich gucke so, weil ich dachte, boah, was ist das denn? Da kamen so viele verschiedene Farben raus. Es war rosa, grün. Und Alles komplett. ich so, der hat einen Regenbogen gekotzt. Und dann habe ich auch so gesagt, so, kann ich dir helfen? Der hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt. Ich denke, scheiße. Ja, aber das war echt widerlich. Also, wo ich schon da reingekommen bin, habe ich schon gesagt,
Das wird nichts. Vor allem die Fragen, die da waren. Ja. Weiß nicht, die Frage, die wir falsch hatten, die, wo ich dann gekotzt habe. Ja. Welche Was Frage war das Thema? Da? Irgendwas mit Affen, glaube ich. Nee, das mit Affen hatte ich. Dich habe ich was gefragt, wegen. Nee, wo ich dann gekotzt habe, wo ich dir dann die Frage gestellt habe. Ach so, ja, das war Wochen. Mit Blauohr. Ja, genau. Ja, ja. Auch ja, das könnten wir ausschließen. Ich habe in der Tat C richtig getippt. Ich wusste es nicht, hatte B schon mal gehört, diese Affen. Ich musste mich zwischen A und C entscheiden und habe den C zwar getippt, aber gewusst hätte ich es auch nicht. Aber ich weiß definitiv, Boris, wenn wir das dann machen müssen, ich mache die Essensprüfung, du gehst in die Höhe. Ich habe nämlich Höhenangst ohne Ende, so das wäre nichts für mich. Tolles Team. Ja, ich bin dabei, wenn es ums Schießen geht. Also in die Höhe ist auch schwierig bei mir. Ich bin dabei, wenn es ums Schießen geht. Ich könnte auch laufen. Laufen kann ich auch richtig gut. Aber ansonsten bei mir echt, also bei mir ist Reality-Challenge-mäßig bin ich sehr, das ist, bin ich dünn beseelt. Das tut ja, aber komm, also Fahrradfahren können wir eventuell, Boris, und ich möchte mit dir dann bitte zusammen ins Tierkostüm, aber ich bin hinten, also das steht schon mal fest. Im Tierkostüm bin ich richtig gut drin. Das war auch schrecklich, ehrlich. Oder? Ich bin Klaustrophobie drin, ehrlich. Wir haben ja von Claudia da immer gehört, ich kriege keine Luft und Boris hat noch gesagt, also so dolle Luftprobleme dürfte man da eigentlich gar nicht kriegen. Jetzt erzähl uns mal, wie war es mit der Luft? Boah, ganz schlimm. Ich habe auch richtig geweint. Ich habe gesagt, Alter, das kann ich nicht. Ich habe dieses Ding aufgekriegt und kannst nicht atmen. Also du hast das Gefühl, du erstickst da drin und du siehst auch gar nichts. Das sind ja wie so Scheuklappen, ne? Also du siehst nichts, was rechts, links. Du kannst wirklich nur so ein ganz bisschen nach vorne gucken. Und dann, es war ganz schlimm. Und dann Claudia, die lag da ja so. Und nee, warte, wie soll ich das nachmachen? So, wie so abgeknickt, wie abgebrochen. Und ich sag nur so zu ihm, Schatz, ich glaube, die ist tot. Aber wisst ihr, wo ich das gemacht habe, wo sie da so lag? Die waren ja wie so, ich kann es gar nicht erklären, wie einmal in der Mitte durchgebrochen, das Lama. Da habe ich gesagt, Alter, ich sag, Schatz, da ist jemand ohnmächtig, ich glaube, die lebt nicht mehr. Und da wollte ich aus Nettigkeit noch stehen bleiben. Und da habe ich gesagt, egal, laufen wir jetzt weiter, da kümmert sich schon jemand drum. Und 2 Meter weiter macht das Düt. Und da habe ich in meinem Kopf richtig gedacht, oh Scheiße, da ist wirklich was passiert. Aber war gar nicht, war vorbei. Ja. Aber da habe ich gedacht, aber das war bei mir auch kurz davor. Ich habe auch gleich kipp um. Ey. Und bei solchen Spielen war es immer warm draußen. Weißt du, wenn so Scheißspiele waren, so, wo du gedacht hast, boah, jetzt könnte die Sonne scheinen, da war richtig kalt. Und bei so Spielen hat die Sonne geschienen, ey, da hast du gedacht, alter Schwede. Und dann noch in so einem Teil da. Ja, da haben wir gedacht, wir schaffen es aber. Ich muss noch mal schnell fragen, als es die Situation gab, dass ihr alle gesagt habt, wenn Justine und Jan nicht gehen, dann gehen wir alle. Koffer wurden angeblich ja schon alle gepackt. Von allen euch. Valentin, sorry, genau. und wie ernst war es euch? Hättet ihr es wirklich gemacht oder war es letztendlich nur so, naja, mal gucken, wie die Produktion darauf reagiert, ob wir das durchkriegen? Weil am Ende hätten die natürlich auch sagen können, okay, dann geht halt, dann am Ende ist das vielleicht auch was wie eine Vertragsstrafe. Tut mir leid, hier, meine Eltern sind immer, die haben Timing wie. Alles gut. So jetzt. Genau, hast du die Frage verstanden, ne? Ja. Nee, wir wären schon gegangen. Also, wir haben das sehr geliebt im Sommerhaus und wir lieben die Produktion, wir lieben auch die Leute dahinter, weil wir haben echt, echt tolle Leute. Aber es war nicht mehr auszuhalten, ne? Und ich habe halt gedacht, wenn, oder sag du lieber, also ich wollte mich nicht verlieren da drin, ne? Und ich wusste, wenn das jetzt so weitergeht, dann ja, springe ich da wahrscheinlich ins Gesicht. So, weil die hat Sachen gebracht und gesagt, das geht einfach nicht. Und ich habe dann so einen Nervenzusammenbruch gekriegt und es war mir alles zu viel dann. Und ich habe gesagt, Schatz, das ist mir nicht wert. Dann scheiß aufs Geld, ne? Aber mein Gesicht, unser Gesicht vor unserer Tochter ist mir mehr wert, lass nach Hause gehen. Mhm. So. Und dann, naja, kam das ja wie so ein Domino-Effekt, ne? Dann haben alle gesagt, ja, dann wir auch. Und dass keiner mehr so wirklich Lust darauf hatte, dass sich das jetzt so, dass das so wird, hätten wir jetzt auch nicht mit gerechnet. Man hat dann ja noch Gespräche geführt und gesagt, ja, ne, mal gucken, aber nee. Valentina hat auf Insta ja behauptet, sie konnte euch sozusagen hören im Nachbarsprechraum sozusagen, weil sie ja Stunden da gesessen hätten und das Team hätte zu ihr ja gesagt, also wegen uns, wir hätten euch nicht rausgeschmissen, wir müssen uns dem beugen, euch hätten wir gerne hier drin behalten. Habt ihr sowas auch vom Produktionsteam mitbekommen? Nee. Nein, okay. Haben wir nicht gehört. Also es kann sein, dass sie das zu denen gesagt haben,
Zu uns haben die das nicht gesagt. Aber die haben jetzt auch nichts Schlechtes gesagt. Die hätten natürlich gerne, denke ich mal, Valentina und Jan drin behalten. Alleine wegen auch dem Den Quoten und alles. ja, und dem Unterhaltungsfaktor. Aber tja, was willst du machen, ne? Ich meine, Ja, und es was sie ist kein können. Unterhaltungsfaktor, ne? Also jetzt ganz ernsthaft. Ich verstehe das. Ich finde es auch, also jetzt als Zuschauer betrachtet, das ist es irgendwie ungerecht, weil wie kann das sein, dass die anderen jetzt, wenn die Kandidaten die Produktion erpressen, dann macht das Schule und das macht alles kaputt. Das geht eigentlich nicht. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was du jetzt erzählt hast, kann ich schon verstehen. Und wenn jemand eben so überzieht, dann ist es auch, dann muss man auch ein Zeichen setzen, vielleicht und einfach sagen, okay, mit dem geht das nicht mehr. Und gerade, also ich gerade meine, es waren ja wirklich auch dann, es war ja immer an der Grenze, es war ja immer auf der Klinge und die sind ja schon morgens aufgestanden, haben sich überlegt, was sie als nächstes machen können und das ist eben, Ja. kann ich mir vorstellen, dass das einen auch fertig macht und dass man da auch sagt, okay, dann komm, scheiß drauf, dann mache ich eben nicht mehr mit, das kann ich verstehen, aber es ist trotzdem aus Produktionssicht, also Scheiße. wir haben so viel Stress gehabt mit Big Brother Kandidaten, die gemerkt haben, dass sie beliebt sind und dann gedacht haben, sie können die Produktion erpressen, aber wenn du das einmal machst, wenn einmal die Kandidaten gelernt haben, dass sie das machen können, dann passiert das immer wieder und das geht halt nicht. So. Ja, und ich glaube, das auch uns tat das auch extrem leid für die Produktion, ne? Weil wir haben da auch gesagt, es tut uns leid, aber geht nicht, ne? Man, guck mal, wenn wir jetzt so gewesen wären für uns und kein Kind im Spiel will, ne? Und ich möchte auch nicht immer sagen, mein Kind, ich möchte es nicht auf mein Kind schieben, aber ich sage ganz ehrlich, man denkt einfach anders als Eltern, ne? Du, ich meine, die guckt das irgendwann und ich habe keine Lust, da irgendjemanden als irgendwas zu betiteln oder halt auch jemanden anzufallen oder keine Ahnung was. Da denkt man schon drüber nach und sagt sich, ist es das alles wert, so ein Psychokack hier? Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, ja, entweder oder, ne? Gibt es für Ja. zukünftige Produktionen, gibt es da Dinge, wo ihr beide euch schon abgesprochen seid, dieses und jenes würden wir nie machen? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, du warst ja mal bei Sat.1 zu sehen, glaube ich, nach der Trennung von Joey. Wie du dann da ausgezogen bist, wurdest du doch mal begleitet oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Da konnte ich mich dann so dunkel dran zurückerinnern und frage mich heute, ob das so ein Ding ist, wo du sagst, sowas würde ich einfach nie wieder machen. So privat ein Kamerateam in mein Leben lassen, wo es darum geht, um Trennung und wie geht's mir danach und so weiter. Oder war da auch vieles gescriptet und das Nee, ging dir. gar nicht. Okay. Würdest du Ich habe sowas je wieder machen? also viel gemacht, auch vorher schon in dem Bereich mit so Dokumentation und so. Wir haben auch zusammen schon was gemacht. Ja, auf Umzug. Auch den Umzug hier Okay. und Kennenlernen und Babyparty. Also wir haben da auch schon so ein bisschen Erfahrung zusammen gesammelt. Ich sag mal so, man kann immer so weit selber bestimmen, wie weit man das in sein Privatleben reinlässt. Und das, was ich für okay empfinde, sage ich ja. Und was mir zu weit gehen würde, was so ein Format wäre, wo wir niemals dann teilnehmen würden, wäre zum Beispiel Temptation Island. Na, das würde psychisch bei mir gar nicht gehen. Ich würde so ein Eifersuchtsdrama schieben. Ich bin wirklich eifersüchtig und ich liebe den so sehr und ich hätte so viel Angst, ihn zu verlieren und würde mir da so viel Kopfkino machen, das würde mich krank machen. Deswegen wüsste ich, das wäre zum Beispiel was, das wir nie machen würden. Aber Okay. dass unser Leben begleitet wird, das finden wir eigentlich schön. Das ist cool. Gerade jetzt auch so nach dem Sommerhaus, weil wir sind einfach so ein junges, frisches Pärchen, was halt noch so ein normales Leben nebenbei hat. Und ich finde es halt cool. Ich habe gerne auch damals zu so Sarah und Pedro geguckt, weil es so nahbar ist, weißt du? Ich mag das halt, wenn man Menschen so hat, die einfach auch normal sind. Die sind dann jetzt natürlich jetzt auch ganz anders ein Hype, aber ich meine, so, das könnte ich mir mit ihnen gut vorstellen, ne? Wir ziehen um, wir holen uns ein Haus, wir haben ein Kind. Ich finde das cool, weil bei uns gibt es ja auch Ecken und Kanten, ne? Und wir sind halt nicht so ausgelutscht. Uns kennt halt nicht jeder. Und ja, ich finde es also, wird schön finden mit ihm zusammen. Aber ja. Das heißt, es würde euch auch mehr Spaß machen, was zusammen wieder zu machen, als dass jemand was alleine Genau. macht, oder? Ja. Ja, beides. Ne? Ich würde ihn gerne bei Schlag den Star sehen. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, aber da hätte ich mega Bock drauf. Mein Mann kann. Es gibt so viele geile Formate, weil wir Stelle sind. das Couple Challenge. Ja, so Spielleute, weißt du, und wir hatten da richtig Bock drauf, so mit Pokern spielen und ja, das reizt halt so, Abend ne? der Ich glaube, Reality Stars wäre vielleicht auch dann ja, irgendwann was. Ja, genau. alles so, was du gibst, doch, wir würden schon gerne, wir sind jetzt mit dem Fuß drin und wir haben natürlich Bock, da weiterzumachen, ne? Es macht, solange uns das Spaß macht und gesundheitlich nicht schadet und wir sagen, wir halten zusammen und es bricht nicht an uns, weiter geht's. Wenn wir natürlich merken, das belastet einen von uns oder so, dann ist natürlich das wichtiger als der Rest. Ohne was zu nennen, dürft ihr wahrscheinlich eh noch nicht. Aber können wir uns auf irgendwas freuen in den nächsten Monaten? Gibt es irgendwas?
Braucht ihr nur ja oder nein sagen? Ja. Okay. Eventuell. Okay. Nee, ja oder nein? Ja. Kann okay. sein. Boris, hast du noch ein Abschlussstatement, eine Abschlussfrage? Nee, vielen Dank. Also es hat echt erstens Spaß gemacht, zweitens freue ich mich aufs Essen im Tarantella. Und ihr seid wirklich, also jetzt mal nochmal ganz ernsthaft, ne, was ja. das, und da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau, Gewinnerin der Herzen oder Gewinnerpaar der Herzen, absolut. Das von Anfang an tatsächlich. Und Dankeschön. Das ist wirklich, also es gibt es erstens selten, zweitens erhaltet euch das bloß. Und ich glaube eben, man muss nicht über die immer permanent auf der Klinge marschieren, sondern man kann einfach ein vernünftiger Mensch sein, auch ein Vorbild für andere Leute, ehrlich gesagt. Also ich finde zum Beispiel, wenn jemand sowas guckt und auch gerne den Krawall guckt und so, ist es trotzdem toll zu sehen, dass jemand ganz normal und anständig ist und eben auch klarkommt und trotzdem klar seine Meinung sagt. Und das finde ich richtig toll. Dankeschön. Danke. Und das gerne und verdient. Und das ist, muss man fast sagen, ja mittlerweile schon selten geworden, diesen Formaten. Was vor 5 Jahren noch anders war. Mittlerweile hat man das Gefühl, sie überbieten sich alle gegenseitig im Krawall machen und noch auffälliger sein. Weil genau, nur das so, weiß ich. Genau, weil nur so werde ich fürs nächste Format gebucht, glaubt man zumindest, das wäre so. Und und es ist schön zu sehen, dass es einfach... auch noch Menschen gibt, die Empathie zeigen, die Herz haben und denen man vor allem abnimmt, dass sie ein echtes Paar sind. Und da habe ich keinen Augenblick dran gezweifelt bei euch. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bleibt so, wie ihr seid. Machen wir. Danke. Danke, ciao, tschüss. Ciao. Ja, wie erfrischend und wie normal, oder? Ja, toll. Total toll. Bin ich wirklich richtig begeistert. Und ich möchte sie auch lieber als Paar sehen als einzeln. Das stimmt. Und da gibt es bestimmt das ein oder andere schöne Format noch. Jetzt haben wir gestern, das schneide ich jetzt sozusagen hinten dran, haben wir gestern Abend was erlebt. Möchtest du in die Szenerie kurz einführen? Wir haben auf einen Gast gewartet, der uns versetzt hat. Ja, also sag mal so, wir haben einen prominenten, namhaften Gast gehabt, den Julian FM Stöckel. und mit dem hatten wir gestern eine Verabredung. Er hatte auch mit dir das alles verabredet und es kommt ja den Prominenten und gerade den vielbeschäftigten Prominenten und gerade den Prominenten, die vielbeschäftigt sind und auch noch Management haben und überhaupt auf jeden Fall den Prominenten, die vielbeschäftigt sind, die einen Manager haben und die selber auch noch unterwegs sind in Autos und so, den kommt viel in die Quere und das kann ja mal schief gehen. So. Ja. Dann haben wir also da gesessen zum verabredeten Zeitpunkt und es ist keiner gekommen. 36 Minuten später haben wir alles besprochen gehabt und du hattest dein Baguette bereits gegessen und er war immer noch nicht da. Dann haben wir 44 Minuten später gedacht, wir müssten mal bei seinem Management anrufen. Erstaunlicherweise war es so, dass du das Management nicht anrufen konntest, weil deine Nummer blockiert war. Da haben wir diesen einen Trick gemacht. Du hast mir die Nummer gegeben und ich habe mit meinem Handy das Management angerufen. Das hat wiederum sehr gut funktioniert. Dem haben wir dann auf Band gesprochen, dass wir das nicht schön finden, dass wir jetzt hier warten und haben auch gesagt, wir würden jetzt hier so lange in diesem verabredeten Chat warten, bis Julian FM Stöckel erscheint. Und wenn es so sein sollte, dass er eben in 3 Tagen nicht erscheint, dann werden wir des Durstes sterben. Und wenn er in 30 Tagen nicht erscheint, werden wir des Hungers und des Durstes sterben. Und das haben wir denen so gesagt. Und jetzt kommt das eigentlich Schlimme. Weder hat jemand gefragt, ob wir noch leben, noch hat irgendjemand sich entschuldigt, abgesagt oder sonst was. Sie haben uns einfach weggeworfen. In den Müll haben sie uns gesteckt. Es gab, und es ist jetzt exakt 24 Stunden später sozusagen, hat sich keiner gemeldet. Selbst Julian selber nicht. Und ich weiß, dass er jetzt zum Beispiel auf dem 40. Geburtstag von Michaela Schäfer in Berlin ist. Ja. So. Und da wird er sich wahrscheinlich auch keine Gedanken mehr um uns machen, weil der Shampoo läuft wahrscheinlich in Strömen. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das zeigt wiederum, ne, das ist doch Hetero-Verhalten. Titten vor 2 Freunden, was ist das denn? Und dann noch Gemachte. Ja. Mit, ich weiß gar nicht mehr, ob es mittlerweile noch Herz-Brustwarzen sind. Oder, doch, ich glaube, es sind Herz, das, also das zieht er vor. Der Herr Julian FM Stöckel zieht das vor, anstatt hier uns und wir sitzen hier. Haben nichts zu essen, nichts zu trinken und werden bald mit dem Kopf auf der Tischplatte aufschlagen. Und ich wollte eigentlich noch Werbung machen für Naked Attraction, was zwar nur im Stream läuft, aber heute, als sollte das so sein, heute kommt die Meldung raus bei DWDL, Naked Attraction ab Dezember auch bei TLC im frei empfangbaren Fernsehen mit Julian FM Stöckel, also auch im Free TV ab Dezember. Da hätten wir gerne Werbung für gemacht. So muss man jetzt sagen, ich empfehle diese Sendung nicht. Du? Nein, ich weiß ja gar nicht, ob er kommt. Weißt du, ob er kommt in der Sendung? Ich weiß nicht, ob er kommt. Vielleicht sagt er, ich komme, aber er kommt gar nicht. Das weiß man nicht.
Aber auf jeden Fall gucken wir uns das jetzt mal an. Ich werde das allerdings nicht in voller Länge, wir werden das ein bisschen, weil wir da auch Nummern sagen und so, das muss ich natürlich ein bisschen rausschneiden. Aber das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Muss meine Frau also noch ein bisschen besänftigen, dass es noch einen Moment dauert, bis ich den Abend über ihr zur Verfügung stehen kann. Aber das gucken wir uns jetzt mal an, wie das gestern war, als wir auf Julian FM Stöcke gewartet haben. Ihm es allerdings relativ egal war. Und ich wollte ja noch in die Presse springen, indem ich gesagt, in seiner Nachricht stand, ich bin so gegen 19:30 wäre ich bereit. Und habe dich noch gefragt, ob dieses so irgendwie in der Promisprache irgendwas bedeutet. Aber jetzt, wo du sagst, na, er meinte so, wie Sonntag. Er kommt Sonntag erst. Ja. Ach, du ahnst es nicht, wir Vollidioten. So. Julian FM Stöckel, Sonntag um 19:30 wäre es gewesen. Müssen wir jetzt alles wieder zurücknehmen, was wir Böses gesagt haben? Müssen jetzt ja, ey, das machen wir erst am Sonntag. So schaut's aus. So, die Leitung ist weiterhin da. Julian, Sonntag 19:30, sitzen wir zwar nicht hier, aber du kannst mal versuchen, dich einzuwählen. In diesem Sinne, schauen wir uns das jetzt an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und zwar am Dienstag und am Mittwoch um 22.30 Uhr. Dann sind das nämlich schon die Folgen 10 und 11. Und 12 Folgen gibt es nur vom Sommerhaus. Das heißt, wir sind im Finale relativ nah. Und jetzt gucken wir uns gleich, glaube ich, alle Folge 9 erstmal an, die schon im Streaming verfügbar ist. Ja, ja, das machen wir. So, ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, der hier bei YouTube wieder uns entgegengebracht wird, ob er böse oder nett ist. Ich glaube, wir haben uns da mittlerweile ein dickes Fell angeschafft. Ja, und wenn jemand mich scheiße findet, darf er das ruhig sagen. Du wirst es halt einfach löschen, damit ich das mitkriege und depressiv werde. Bis nächste Woche. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Die Disziplin, da muss man sagen, die Disziplin, da sind wir jetzt beim Thema. Wir sind seit 25 Minuten mit Julian FM Stöckel. Ja. Redet, der aber eben jetzt, ich sage das eben schon, 25 Minuten zu spät ist. Also wir warten praktisch seit 25 Minuten, zwei erwachsene Menschen warten 25 Minuten. Das sind nicht etwa jeder 12,5 Minuten, sondern nein, jeder 25 Minuten. Das heißt, zusammen warten wir schon 50 Minuten bei einem Tageshonorar von 1350 Euro, wenn man hier Vorträge hält. Ist das viel Geld, was hier schon durch den Schornstein gegangen ist? Und jetzt würde ich sagen, rufst du mal den Manager an. Das ist, wobei das ist jetzt die Agentur Management und Marketing Abteilung Julian FM Stöckel in Berlin. Das ist gut. Gut, dass es auch eine Abteilung ist. Ich weiß nicht, ob heute Feiertag ist. Das ist ich versuche es erstmal unter der Festnetznummer, wenn da keiner ist, hätte ich aber auch noch eine Handynummer. Aber ich würde gleich Handy nehmen. Ich würde gleich Handy nehmen. Ja? Okay. Ja, es ist ja heute Feiertag. Ach so, bei uns nicht. Nee, bei euch nicht, aber bei uns ja. Ah, okay. In Berlin auch. Das weiß ich nicht, ob da Reformationstag ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, auf Lautsprecher. Ja, sehr gut. Was, nicht im Netz registriert? Hey, was? Ja, das sind diese Rufnummern, wo man nicht will, dass man... Ach so, ist das gesperrt für, oder was? Der Manager hat dich bereits gesperrt, das ist das eine. Das zweite ist übrigens, wenn du jetzt diese andere Nummer anrufst, dann fängt automatisch ein Gebührenzähler an zu arbeiten. Und der Anruf kostet dich 437,80. So, ich versuch's nochmal. Nee, nicht im Netz registriert. Da gibt es eine Sperrung von meinem Handy. Soll ich dir die Nummer mal geben? Ja, sag sie mir doch mal, dann wähle ich sie mal. 0163 32. Mach doch mal einen Lautsprecher an. So. Sehr lustig. Ich muss jetzt sagen, ich höre ein Amt. Peter Niedetzki in Wien, können Sie mich hören? Ja, Eduard Zimmermann in München. Die Marketingabteilung. Sie können mir nach dem Marketing eine Nachricht hinterlassen oder über mb.de-marketingabteilung.de. Sprich ihm doch mal drauf. Warte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Boris Brandt. Mit Frank Battermann zusammen bin ich hier in einem Podcast, der seit 28 Minuten mit Julian FM Stöckel stattfinden sollte, der aber nicht erschienen ist. Jetzt haben wir uns überlegt, wen wir dazu holen können, welche kompetente Fachkraft, und haben gedacht, da sprechen wir doch einfach mit dem Geldverwalter. Der ist aber leider heute aufgrund des Reformationstages nicht zu erreichen scheinbar. Das heißt, die Firma Julian FM Stöckel arbeitet nicht am Reformationstag. Das hat mit Sicherheit zu tun mit dem Glauben.
Also denke ich, kann ja nur so sein. Insofern respektiere ich das natürlich, weil der freie Glauben ist ein ganz wichtiges Thema hier gerade in diesem Land und gerade zu jenen zur jetzigen Zeit ist das wichtig. Ja, und würde mich freuen über einen Rückruf, genau wie der Frank Buttermann. Wir würden jetzt eins machen, wir würden diesen Podcast jetzt einfach so lange machen, live, bis Julian F.M. Stöckel sich meldet. Und wenn es so sein sollte, dass einer von uns beiden in dieser Zeit verscheidet, was eine Abwandlung des Wortes verschieden ist, verscheidet, dann ist die Schuldfrage relativ eindeutig und ich weiß nicht, wer damit leben möchte, mit der Tatsache, dass wir einfach hier in diesem Podcast 36 Tage und 18 Minuten auf Julian F.M. Stöckel oder alternativ aber seine Businessabteilung warten. Ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt noch einen schmutzigen Witz erzählen von Markus Kret, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Insofern, ich wünsche einen frohen Tag, gutes Gelingen und ja, betet mal wieder. Bis dann. Ich gebe dir trotzdem nochmal die Festnetznummer. Vielleicht ist da doch um die Zeit heimlich jemand, weil da am PC jemand sitzt, der heimlich Porno schaut oder so. 030. Die Nummer, wenn wir es veröffentlicht, eigentlich dann piepsen. Das glaube ich schon. So. Ich klingel sonst gleich alle Promis mal durch, die ich auf dem Handy habe, ob jemand anderes Bock hat, mit uns zu reden in der Zwischenzeit. Michael Bruchmann, die Marketingabteilung. Ich bin der Marketing, die Marketing, eine Nachrichtenerlaubnis. Ja, es ist alle. Marketingabteilung, und was wir ganz besonders geil finden, also richtig geil, oldschool, super ist, wenn die Festnetznummer ja elektronisch umgeleitet wird auf das elektrische Handtelefon. Das wiederum, da muss ich sagen, habe ich ganz großen Respekt. Inzwischen ist es auch 20 Uhr, das heißt, jetzt warten wir seit 30 Minuten. Der Frank hat übrigens neben sich, ich beschreibe das einfach. Oh ja, mal. Essen. Ja, der Frank hat neben sich ein Baguette, das er aufgebacken bekommen hat. So wie es eines von diesen Baguettes, wo man hinterher auch noch ein bisschen aufstoßen muss, glaube ich. Auf jeden Fall, dieses Baguette haut er sich jetzt rein. Das hätte er normalerweise nach dem Interview gemacht. Das zieht er sich jetzt volle Kanne rein. Mhm. Insofern, wir sind bereit. Er isst noch was. Das ist aber die letzte Nahrung, die er zu sich nehmen wird. Und ich habe gar nichts zu essen. Ich sage mal, wie es ist. Ich habe heute Mittag Lachs gehabt und Risotto hat meine Frau gemacht. Und ansonsten hatten wir Halloween-Süßigkeiten, habe ich heute vermieden. Ja, und irgendwann wird der Zeitpunkt sein, wo ich hier mit dem Kopf auf der Tischplatte aufschlag. Und wenn ich dann verscheiden sollte, was, wie gesagt, eine andere Variante von verschieden ist, dann ist blöd. Ich sage, wie es ist. Es ist blöd. Und ich werde dann in Frank Buttermanns Fernsehschatzkästchen als der eingehen, der beim Warten auf ein Interview mit Julian F.M. Stöckel verschieden ist. Ja. Verschieden ist übrigens wie divers. Das muss man sagen. Verschieden ist auch divers. Ist ja verschieden divers. Also ich bin divers verschieden. Als wen? Frau gestorben. Wen sollen wir denn mal noch anrufen jetzt? Wir können das immer wahrscheinlich. Ich lasse mal auflegen. Ich lege hier erstmal das Elektro-Telefon-Weiterleitungsding auf und dann würde ich Günther Jauch anrufen.